Gut, dann kam, wird mein Rang wieder nicht runtergesetzt. Oder? Oder? Er wäre ganz geil, ne, wenn er sagen würde, hey, yo. Okay, dann muss ich auch, okay, das darf ich nicht normal machen. Ja, ich dachte halt so, hey, dann, das ist in Ordnung. Aber gut, wenn dann der Rang runtergeht. Dann mache ich das nicht nochmal. Da fehlt ja auch nicht, ne, wenn Rang dann unnötig runtergeht. Das muss ja nun. Ich will ja schon relativ guten AFA spielen. Ich bin, wenn man das jetzt hier anguckt, rot, und ich bin schon genug ein bisschen auf der Mitte. Na gut, dann machen wir jetzt mal das letzte. War hier ein bisschen schneller, warte, muss man meine Käppi noch aufsetzen. Kann man hier nicht. Oh nein, es wird halt auch nein, es wird ein Revolver umgestellt. Der war das. Ja, zum, der sieht ja zum Glück schon so eine einmalige Farbe, dass man das gleich sieht. Ich find's praktisch. Ja, auch toll, ne, wenn ich einfach von links überhole. Aber gut. So spielt das Leben. It's okay. Englisch ist voll gut. Stay calm. That's right. Endtauglich. Easy. Um Gottes Willen. Ja, geil. There we go. Ja, voll geil, ja, so.
Haben wir jetzt eigentlich einen Sattel um, Händigkeitsstandard. Easy there. Nein, du sollst ja nicht. Oh Mann, warum? Was war denn jetzt? Nein, du sollst doch. Ach, warum wird eigentlich hier so die Waffe umgewechselt? So. Die kommt da raus und eigentlich. Vielleicht den Sattel dann wieder raus. Ja, und eigentlich voll unlogisch. Also ein Rennpferd ist halt, glaube ich, schon geil. Ja, kann sein, dass ich dafür tatsächlich echt ein Ding kaufen muss. Na gut. Okay. Komm mit. Ich habe zwei Pferde, cool. Kann man eigentlich. Wie das? So? Kann man jetzt denn irgendwie. So zwei haben? Ja, geil, das geht! Also habe ich zwei Pferde. Nice! Nein, ich bin nicht kreativ. Oh, kannst du mal loslassen? Ey, das ist ja geil. Das ist so wie. Ja, das ist ja nice. Geht. Cool. Mach mal Fuß. Immer ein englisches Pferdchen behalten. Ich muss ein Drittel kaufen. Das kann ich nicht machen jetzt, weil ich habe kein. Da habe ich keinen Laden in der Nähe. Was für Pferde? Ah, ich hätte den Drittel vorher kaufen sollen. Oh, da muss ich noch nicht umgeschützt. Aber das sieht so weiß, das fand ich so hübsch. Oder Apfelschimmel, wie ist das? Nee. Wie ist das die Farbe? Ich weiß. Ah ja, Fellfarben bei Pferden, so ganz, ganz komisch. Eingekannte ich mal tatsächlich mal. Aber schon kein Herr. Also, so einige kannte ich, ja. Kannte ich mal. Aber jetzt habe ich vergessen. So, was mir mal immer mal erzählt wurde. Aber auch schon wieder vergessen. Weil mich das auch jetzt nicht so interessiert. Oh, Pferde, wow, Pferde. Ob das jetzt nun, wie das jetzt eigentlich so ganz genau heißt, ne? Also, ja. Wusste es mal so wieder vergessen. Weil ich aber auf dem Fall gestern gesagt bin. Hat bei mir auch nie irgendwas mit Dingen zu tun, aber das ist zu geil, dass es geht, ne? Hallo, ich. My horse collapsed. I don't know why. It's my friends. Well, aren't you going to help? I'll see what I can do. Oh,
hard as you can. Oh, thank you. Thank you. Sure. You saved me. Okay. Oh, that was bad. Sure. I could have been stuck here and starved or eaten. Oh, you poor, dumb animal. Oh. What'll I tell Mildred? You need a ride home, ma'am? Oh, yes, Mister, please. Thank you. Valentine? I live there. No problem. Also, ich steige dir auf. Ich habe zwei Pferde. Ich bin. Da. Ja, dann muss ich aber erstmal. Okay, gut. Okay, ein paar noch Valentine. Ah, die zwei Pferde-Taktik, ne? Ist aber zu geil, ne? Komm mit! Ich mag mein Rennen, mein Rennpferd hier, ey. Cool, ein Rennpferd zu haben. Hier, hier 500 Stufe 1, geil. So, dann soll ich also noch umsatteln. Alles zu geil. I was oft inquiring about a possible new line of work. I'd borrowed a friend's horse for the trip. See, my husband... Well, it's just me and my boy now, and it's hard to find work. I'm sure it is. A good opportunity. That's what I'm looking for. Not much work for a woman with a boy to raise. I won't work in no saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. Was it hey? Sounds promising. Also doesn't sound real. Oh, you may be right, I suppose. He said he'd provide room and board for me and for my child. He wanted to meet me first. I'd be careful with offers like that, ma'am. I can't afford to dismiss offers like these, even if they do seem... odd. Just be careful is all I'm saying. I may not have another opportunity like this. Now I'll have to pay Mildred back for her horse. It sure sounds like you're in a hard position. You finding me is the only good. Oh God! What's done? Es regnet. Ist das jetzt so schlimm für dich, weil du schreien musst? Ah, voll die geile Taktik entwickelt. Ja. Es funktioniert sogar. Okay, ja, hallo. Also, ernsthaft. Kommt hier in die Leine. So. Geht die doch noch weiter oder? Ach komm. Ein Rennpferd, ne? Komm mit, lange. Komm so mit. Komm mit so. We're close now. Just a little further. Ich hätte ein bisschen Angst, muss ich sagen. Oh mein. Schreist du so? Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es in dem Moment losfährt, der Zug, während ich diesen Manöver ausführe. Das ist nur gut gegangen. Das wäre echt ärgerlich gewesen, mein weißes Pferdchen. Ich glaube, ich hätte mir echt nach Arsch gebissen, wenn das passiert wäre. Aber ich habe Glück gehabt. We're here. Thank you for all your help. You're a good man. Danke. Take care. Cool, Silberring. Oh ja.
Ey, das sind ja auf, die sind da bei meiner Leine. Also. Eigentlich sind, also ich weiß, eigentlich ist es keine Leine. Ich darf jetzt endlich mal. Howdy, Mister. You new in town? I saw you eyeing the liquor. Ja, ich will gerne. Wo ist aber, hast du vielleicht. Now, let me have a look. Haken an. War ja nicht richtig. Ja, das ist doof, das will ich ja nicht haben. The smell of sheep shit in this town never goes away. Ja, einen Dattel kaufen. Well, it's always here if you want to take another look. Hier. Das ist ja gerade noch mein Nebenpferd ist und das ist ja ein bisschen als Hauptpferd zu benutzen, wenn ich kein Dattel habe. Horse Tag. Lagen. Morning, Ted. Morning. Also, looks like hard work. Only way my daddy taught me. Appreciate it. Keep it moving. Oh, come on. New patron. Welcome. Oh, wait. You're that fellow who had to fight with Tommy outside of Smithfield's? Yep. People are still talking about that fight. I ain't. Fair enough. Neither's Tommy. Anyway, how can I help you today? All right. This will be here when you need it. Hey, it's beautiful condition. Keep it up. You know what? Bet you could use some rifling on this thing. Das Ding ist schon Meisterwerk, ist schon kein Meisterwerk, ne? Smart Edition. Mein Jagdmesser, kann man da noch was? Situation. You want to make this really yours? Give it a personal engraving. I'd like to give this a personal touch with some engraving. Das Goldenes. Im Gold. Perfekt aus. Strangely, I think we ought to stop. This place will be the end of us.
Ja. Und die Frage ist, brauche ich das jetzt überhaupt alles? You're all right, boy. Go on now. Yeah, I heard. Bis geh ab. Oh ja, mir wird's reicht. Okay, girl. Na, wollen wir das jetzt so machen? Oh. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, ja, würde ich sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut setzen, beim nächsten Mal weitermachen, wenn es wieder heißt Let's Play. Hauptsache, ich kann Scheiße bauen. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal jetzt weiter mit Let's Play Red Dead Redemption 2. Ich speichere das hier jetzt mal. Und ja, ich habe jetzt mal wieder Spaß gemacht. War auf jeden Fall richtig nice. War auf jeden Fall erfolgreicher als heute bei Death Stranding. Da war ich nicht sehr erfolgreich. Und ja, mal gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dann, haut rein, euer Pyrus. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.